Nach diesem Video wirst du exakt wissen, wie du dich für das Mathe-Abi 2019 perfekt vorbereiten kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Mathe-Abi ist für dich langsam der Fall und du möchtest dich vorbereiten, dann möchte ich dir jetzt die besten Tipps und Tricks mitgeben, die du brauchst, um 15 Punkte zu bekommen. Ich persönlich muss sagen, ich habe die 15 Punkte um genau einen Punkt, wie meine Mathelehrerin im Nachhinein erzählt hat, verpasst. Das heißt, ich habe leider nur 14 geschafft, deswegen unbedingt bitte macht es besser. Aber nichtsdestotrotz natürlich hier meine besten Tipps und das sind genau 5 Stück. Viel Spaß dabei. Erstens, speziell die Lücken aufholen. In Mathe ist eigentlich so, dass die über die verschiedenen Themengebiete, die du hast, wenn du in einem Themengebiet die Prinzipien verstanden hast, dann hat schon Klick gemacht. Ja, dann checkst du schon, dann hast du es verstanden und verinnerlicht und kannst dann in der Regel eigentlich auch auf alle Aufgaben anwenden. Das heißt, wenn du in den Bereichen, wo du schon gut bist, noch mehr lernst, kannst du nicht mehr wirklich viel verbessern. Auf der anderen Seite, in einem Themengebiet, wo du einfach noch gar nichts checkst, ja, du hast noch nicht die grundlegenden Prinzipien, noch nicht die grundlegenden Verfahren verstanden, dann kannst du da fast gar nichts anfangen. Ja, das heißt, du bist in dem einen Bereich bist schon auf 90% und im anderen Bereich vielleicht so auf 5 bis 10%. Jetzt kannst du 5 Stunden in dem Bereich stecken, wo du schon richtig gut bist, und das Problem ist, diese 5 Stunden werden dir auch mehr Spaß machen, weswegen wir als Mensch auf natürliche Art und Weise dazu tendieren, auch das dann zu verbessern. Das Problem ist, du kannst bloß noch auf 91, 92, 93, 94% vielleicht hochkommen, weil richtig hoch ist halt extrem schwierig. Aber wenn du dich auf diesen Punkt hier fokussierst, ja, dann kannst du schnell mal von diesen 5 bis 10% auch schnell auf die 80-90% hoch, weil eben in Mathe, dadurch, dass du es entweder fast gar nicht verstehst oder so gut wie alles, ist einfach wichtig, dass du keinen einzigen Bereich hast, wo du es einfach nicht checkst. Das heißt, du musst jeden Bereich checken und dann hast du lieber in einzelnen Bereichen ein paar Punkte, wo du es nicht hundertprozentig immer anwenden kannst, aber das ist von deinem Zeitinvestment einfach tausendmal klüger gewählt. Zweitens, wählt sehr gute Nachhilfe. Ich werde immer wieder gefragt, Leo, sollte man Nachhilfe nehmen, sollte man keine Nachhilfe nehmen? In vielen Fächern bin ich der Meinung, lieber nicht. In Mathe meiner Meinung nach aber sehr, sehr sinnvoll. Denn in Mathe muss es einfach Klick machen. Ja, in Mathe muss es einfach Klick machen. Und wenn du das von dir selbst aus, durch die Selbsterarbeitung nicht schaffst und der Lehrer es bei dir auch nicht schafft und deine Eltern dir wahrscheinlich bei der Oberstufenmathematik nicht mehr wirklich helfen können, dann brauchst du wahrscheinlich einfach einen externen Impuls. Und da würde ich dir unbedingt empfehlen, such dir gerne einen Nachhilfelehrer. Dabei, aber ganz entscheidend, hab keine Scheu, den Nachhilfelehrer auch nach 1-2 Stunden schnell wieder zu wechseln und dann nochmal zu wechseln und nochmal zu wechseln. Weil, wenn du einfach merkst, okay, bei der Person verstehe ich es einfach nicht, dann schuldest du dieser Person in keinster Weise, dass du auch weiterhin Nachhilfestunden bei dieser Person buchst. Und deswegen würde ich dir empfehlen, buch dir ruhig mehrere Nachhilfelehrer hintereinander, ja, an verschiedenen Tagen, und guck einfach, bei wem funktioniert das am besten, und dann machst du es mit dem weiter. Natürlich hast du dann vielleicht 3, 4, 5 Stunden bezahlt bei Leuten, wo es gar nichts gebracht hat, aber das ist tausendmal sinnvoller, wenn es dir das dann, wenn du dann zumindest daraus weißt, welcher dir wirklich helfen kann und du mit dem dann auch richtig gute Erfolge erzielst, anstatt dass du die ganze Zeit eine Person bezahlst, die das eigentlich gar nicht richtig beibringen kann. Drittens, sehr ordentlich schreiben. Ich persönlich habe eigentlich eine ziemliche Sauklaue und mir ist das auch nicht so wichtig, dass ich super schön schreibe. Ja, ich meine, wenn ihr euch hier die Notizen anschaut, ist jetzt nicht zwangsläufig das Beste. Aber ganz ehrlich, in Mathe ist das so wichtig. In Mathe ist das so wichtig. Da habe sogar ich drauf geachtet, da bin ich wirklich die letzte Person. Ganz einfach aus dem Grund, gerade sowas wie x Quadrat oder 2x, oder ist das jetzt 2 mal x, oder ist das jetzt plus 2x oder x, also versteht ihr, wenn du dann nur ein bisschen unsauber schreibst, ja, gerade wenn ihr sowas wie Logarithmus und sonst was habt, da kann einfach so schnell ein Verdreher drin sein und das sofort einen Punkt weniger. Lass das 2-3 Mal passieren und du kriegst schon fast keine Punkte mehr auf die Aufgabe, obwohl du es eigentlich verstanden hattest. Deswegen bitte, 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 gerade an die Jungs, Leute, schreibt in Mathe ordentlich oder es wird euch reihenweise Punkte kosten. Viertens, helf schlechten Schülern. Auch das ist eine Sache, wo ich meiner Meinung nach als Vorbereitung in den anderen Fächern nicht so viel Sinn macht. Aber gerade in Mathe, weil Mathe so extrem verständnisorientiert ist, kann das super viel Sinn machen. Weil, wenn du einer anderen Person es erklärst, dann musst du es zu 100% verstanden haben. Ja, wenn du es in Geschichte machst, mein Gott, du musst die Dinge ja fast nur auswendig lernen. Aber in Mathe ist es so entscheidend, dass du wirklich das verstanden hast. Und das Problem ist, wenn du zum Beispiel auch mit Lösungen arbeitest und so weiter, du bildest dir ein, du hast es verstanden. Aber wenn du die Lösungen selbst nicht da hast und es dann einer anderen Person erklären musst, dann musst du einfach jeden einzelnen Schritt exakt verstanden haben, inklusive der Rückfragen, die diese Person dann dir stellen wird. Und wenn du das kannst, dann kannst du dir selbst auch wirklich sicher sein, dass du es richtig gut drauf hast. Fünftens, lerne nichts auswendig.
Ich würde dir wirklich empfehlen, lerne in Mathe nahezu nichts auswendig, weil ich habe das ganz, ganz oft festgestellt, dass man in Oberstufen Klausuren, ja, also wenn du noch in den Halbjahren dich befindest, dass man dann auch mit ein bisschen auswendig lernen schon sehr weit kommen kann, leider in Mathe. Das Problem ist, im Abitur wird es so sein, dass doch sehr viel abgefragt wird, ja, du musstest extrem viel auswendig lernen und du müsstest, sage ich mal, auch du musst halt super viel anwenden und da sind gerne auch mal die Sachtextaufgaben sind ein bisschen komplizierter gestellt als jetzt in den normalen Klausuren in der Oberstufe und wenn du dann einfach nur auswendig gelernt hast, wirst du das Gefühl haben, du kannst fast gar nichts anwenden, einfach weil du es eben nur auswendig gelernt hast. Deswegen bitte fokussiere dich von vornherein auf die Anwendung, versuch es ernsthaft zu verstehen. Klar, vielleicht ein paar Verfahren von den Schritten schon auswendig lernen, aber versuch vor allem dann auch die Schritte zu verstehen. Ja, warum macht man diese Schritte? Weil sobald du das, wenn du auch viele Übungen da machst, sobald du das in dir drin hast, wird das komplett frei von der Hand gehen. Das wird dir extrem einfach fallen, vor allem auch wirklich 15 Punkte in Mathe zu schreiben. Deswegen dabei wünsche ich dir ganz viel Glück. Wenn du die maximale Unterstützung in Bezug auf dein Abitur haben möchtest, dann komm gern in unser Traumabitur-Coaching-Programm, wo wir Oberstufenschüler zu ihrem Traumabiturschnitt helfen, und zwar auf eine Art und Weise, die stressfrei, angstfrei und ohne Druck funktioniert. Wenn du das möchtest, einfach unter diesem Video, allererster Link in der YouTube-Beschreibung, draufklicken, dich für den Termin eintragen, dann werden wir mal miteinander telefonieren, schauen, wie wir dir helfen können und dann hast du mich vielleicht auch tatsächlich als deinen persönlichen Coach in der Vorbereitung für dein Abitur. Da freue ich mich drauf, also einfach unten eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir bald hören uns im nächsten Video, dein Leo.